So, schon sind wir in der letzten Runde. Für alle noch mal kurz erklärt, wir haben alle Parteien eingeladen. Es sind drei gekommen, also bisher hat sich auch keine weitere gemeldet. Die haben wir hier eingetragen. Zwei haben wir hier vorne auf dem heißen Stuhl schon gehabt. Jetzt kommen wir mit der dritten. Es ist so, dass ich kurz immer unsere fünf Hauptforderungen vorstelle, also immer eine nach der anderen, und dann frage, wie steht denn die Partei dazu? Und dann haben wir unsere Jury von den Friday for Futures, die dann beurteilen, ob die eine vernünftige Antwort gegeben haben. Also nicht, ob die Antwort gut oder schlecht war, sondern ob sie mal eine klare Position benannt haben können oder das Politiker-Blabla eingeschaltet haben. So, und wer bist du überhaupt? Jo, hi, Matze, Linke, bin hier Fraktionsvorsitzender in der Stadtverordnetenversammlung. Jo, wohne seit, ich glaube, jetzt doch 10 Jahren hier in Gießen, war davor 8,5 Jahre an der Uni angestellt und darf jetzt einem Verkehrspolitiker von uns im Bundestag, den Herrn Cézanne, zuarbeiten. Wir haben ja insgesamt einen Verkehrsplan entwickelt, der hängt da auch überall aus. Ihr könnt euch auch diesen Fallplan mitnehmen, da ist das alles schön drauf. Oder guckt auch gießen-autofrei.tk. Und die wichtigste Forderung hinsichtlich der Verschiebung, was man vom Auto wirklich wegkriegt, ist zum Fahrrad hin. Da gibt es einfach Städte, die bis zu 60% geschafft haben. Und zwar vor allen Dingen dadurch, dass sie ein richtig gutes, attraktives Netz von Fahrradstraßen eingerichtet haben. Das heißt, den Auto- und den Fahrradverkehr getrennt haben. In dem Moment, wo man 50-60% Verschiebung hinkriegt, müssen eigentlich auch nicht viele Autostraßen übrig bleiben. In unserem Plan haben wir ungefähr ein Drittel der Straßen Gießens zu Fahrradstraßen erklärt, echte Fahrradstraße, also maximal noch übergangsweise anliegerfrei, also nicht so ein komisches Zeichen da unter Autos frei, das ist ein bisschen albern, dann kann man es auch Straße nennen. Also wir wollen das trennen, die extra Routen für die Fahrradfahrerinnen und ein attraktives Netz dazu. Und jetzt kommt die Frage, was halten die Linken von einem richtig geilen Fahrradstraßennetz in Gießen? Ja, tolle Idee, sind wir voll dafür. Ich habe mir das auch angeschaut, welche Straßen ihr da konkret vorschlagt. Viele davon würde ich teilen, teilt unsere Fraktion auch. Wir sind aber leider in der Stadt noch nicht so weit, dass wir die anderen Fraktionen dazu bringen, dass sie da auch mit einem großen Schritt weiter nach vorne gehen. Also auf jeden Fall sind wir dafür. Also eindeutige Antwort, sie setzt sich auch in Zukunft dafür ein. Ja, Logo. Okay. Zweite Forderung. Wir wollen einen leistungsstärkeren ÖPNV. Und da die Busse in Gießen eigentlich jetzt schon an der Anschlagkante sind, aber wir noch weiter verschieben wollen vom Auto hin auch zum ÖPNV, fordern wir, dass Gießen das leistungsfähigste Personenbeförderungssystem, was es gibt, wieder aufbaut. Das hat es schon mal gegeben in Gießen und ist abgerissen worden, um hier so eine Autostadt aufzubauen. Wir wollen wieder die Straßenbahn. Und Gießen hat den großen Vorteil, dass es noch ein ziemlich gutes Eisenbahnnetz rundherum hat, strahlenförmig. Wenn wir die Lundertalbahn dazu nehmen, die wir natürlich reaktiviert haben wollen, haben wir noch eine Strecke raus aus Gießen, wo das Umland angebunden werden kann. Und da ist einfach total schlau, das leistungsfähigste Verkehrssystem Straßenbahn so mit dem Eisenbahnnetz zu verbinden, dass auch das Umland angeschlossen wird und man dann über das Eisenbahnnetz reinkommt, auskoppelt auf ein Straßenbahnnetz und in die Innenstadt direkt reinfahren kann. Das nennt man dann Regiotram. Das gibt es schon in einigen Städten in Deutschland sehr erfolgreich. Und die Frage, die Linken, mit euch eine Regiotram in Gießen? Ja, und wir werden auch in der nächsten Stadtverordnetenversammlung, der Antrag ist gerade geschrieben, den ersten Schritt dazu fordern. Das ist zwar, du musst, wenn du an Fördergelder kommen willst, da komme ich jetzt nochmal drauf, weil meine beiden Vorredner die ganze Zeit von Geld geredet haben. Wenn du an Fördergelder kommen willst, und die gibt es von der Europäischen Union, die gibt es vom Bundes- und auch von der Landesebene, du kriegst über 70% von so einem Ding, wenn du es ordentlich machst, tatsächlich querfinanziert, also oder beziehungsweise finanziert über Fördergelder. Der erste Schritt dazu ist, dass man eine Machbarkeitsstudie und eine Wirtschaftlichkeitsstudie für das Ganze erstellt. Das fordern wir in der jetzt folgenden Stadtverordnetenversammlung. Ich möchte unbedingt auch darauf hinweisen, wir haben als Fraktion auch einen ziemlich umfangreichen Vorschlag in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht, Verkehrswende.
Also wir wollen da einen echten Masterplan, wollten wir einen echten Masterplan, haben 24 Vorschläge mit eingebracht, haben tatsächlich dazu auch gesagt, dass das natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss ist, dass wir auch wissen, dass in der Bevölkerung viele Leute da sind, die gute Ideen dazu haben. Der ist leider von SPD, Grünen und der CDU in der Form abgelehnt worden. Das ist natürlich wieder interessant zu wissen, vor allem in Bezug dessen, was die anderen gesagt haben, die jetzt irgendwie geflüchtet sind. Aber können wir eintragen, die Linke setzt sich auch weiterhin für die Regiotram auf jeden Fall. Und ich muss euch ein tolles Beispiel sagen. Es gibt eine Stadt, die ist mit Gießen, zumindest von der Struktur her, toll vergleichbar. Das ist Tübingen. Die haben 89.000 Einwohner, haben eine Uni, haben eine Universitätsklinik. Die haben so eine Machbarkeitsstudie gemacht. Da ist ein positiver Bescheid rausgekommen. In Tübingen läuft jetzt gerade ein Bürgerentscheid dazu an, um dort halt auch die Bevölkerung mitzunehmen. Das ist das, wie wir uns das auch vorstellen. Tübingen geht das Ganze an und ist eine Stadt, die mit Gießen tatsächlich super vergleichbar ist. Anderes Bundesland vielleicht noch, ja. Und genauso stellen wir uns das hier auch vor. Deswegen kommt, wie gesagt, von uns der Antrag, wir brauchen diese Machbarkeitsstudie, damit wir an die Fördergelder kommen. Okay, und jetzt der exotische Punkt. Unsere Seilbahn, die wir deshalb fordern, weil diese Standorte von der Uni schwer verknüpfbar sind über eine Regiotram. Wir müssen die Regiotram in die zweite Etage legen, um über die Bahnlinie nach Lich und Hungen zu kommen. Die Naturwissenschaften und das Philosophikum sind nicht einfach verbindbar und wir müssen in die zweite Etage und dann ist einfach das mit Abstand energiesparend zur billigste die Seilbahn und damit alles gleich gut verknüpft wird, haben wir die vom Bahnhof über das Klinikum, ist ja auch schlecht angebunden, zum Naturwissenschaften, dann zum Philosophikum und dann gleich raus noch zur Kreisverwaltung, sind auch schlecht angebunden. Da muss man über die Autobahn, da ist die Seilbahn auch sehr günstig für. Die Seilbahn ist sehr gut barrierefrei zu bauen. Man kann sie an Gebäude ankoppeln, also direkter Ausstieg aus irgendwelchen Unigebäuden. Das ist alles ohne Probleme machbar. Die Seilbahn ist autonomes Fahren, ist eines der billigsten Formen zu bauen. Und deswegen haben wir dort eine solche Seilbahnlinie vorgeschlagen, wo sie einfach Gießen hinpasst. Machen die Linken da auch mit? Ja, das ist eine, ich finde das eine sympathische Idee. Und du hast recht, das wäre eine Geschichte, wo du über den vorhandenen Verkehrsflächen mit so einer Seilbahn drüber hinwegfliegen kannst im Zweifel. Sympathische Idee. Guckst du rein und das muss ich jetzt meinen Vorrednern tatsächlich ein bisschen recht geben. Man muss als Kommune gucken, wie man sowas finanzieren kann. Und wenn du schaust, gibt es Fördergelder und leider sind die Kommunen, da läuft wirklich richtig was schief, dass Kommunen solche Entscheidungen nur treffen können, wenn wirklich Fördergelder da sind. Da findest du nichts für die Seilbahn. Das ist traurig. Und das macht es leider unmöglich in der Kommune, so ein Ding, weil das kostet trotzdem Geld, das zu bauen. Unmöglich sowas zu machen, momentan. Da müsste sich auf Landes-, Bundes- und vielleicht auch auf europäischer Ebene ein bisschen was ändern, dass man das als Kommunen umsetzen kann. Und ich muss euch sagen, der Kampf für die Regiotram, dass wir hier sowas kriegen, wird schon schwer genug werden. Lasst uns doch darauf fokussieren erstmal. Lasst uns gucken, dass wir diese Regiotram in der Stadt kriegen und dann gucken, wie wir gegebenenfalls noch weiterarbeiten können. Deswegen ist es ein Jein von mir, kein definitives Nein. Aber ich bin der Meinung, wir sollten, also die Fraktion von uns ist der Meinung, wir sollten erstmal gucken, dass wir mit den Bussen weiterkommen und dass wir die Regiotram in die Stadt kriegen. Und dann können wir noch gucken, was wir dann noch machen können. Ich stimme Ihnen zwar zu, auf der anderen Seite ist so eine Seilbahn sehr viel schneller gebaut und sehr viel billiger als die Straßenbahn. Naja, das kommt drauf an. Ne? Also ich habe es ja gerade schon gesagt. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Die beiden Vorredner haben in dem Punkt schon recht. Ne? Wenn du das als Kommune komplett allein finanzieren musst und eben keine Fördergelder kriegst, dann kann das Gießen nicht stemmen. Das ist so. Die Regiotram, da gäbe es die Fördergelder. Die müssen wir abgreifen. Also München ist tatsächlich eine Stadt, und das wisst ihr, glaube ich, alle, die hat nicht so die Geldsorgen in Gießen. Und wenn die das irgendwie hinkriegen aus eigener Tasche, Chapeau. Okay, so jetzt kommt die Frage, die für euch als Linke wahrscheinlich am einfachsten ist, weil ich kenne ja euer Parteiprogramm, da will ich ja gar nicht lange drum rumreden.
der Nulltarif, also die Verbindung von sozialen und ökologischen Fragen, ist uns immer sehr, sehr wichtig, dass Umweltschutz nicht weiter eine Reichenpolitik ist. Das ist traditionell in Deutschland leider so. Viele Ökos fordern halt eher solche Plakettenregelungen. Die Leute sollen sich alle super neue Autos kaufen mit tollen Euro 6 Plaketten. Nur noch die sollen in die Innenstadt reinfahren. Ja, wer hat denn das nötige Kleingeld, um sich immer die neuesten Autos kaufen zu können? Das ist doch Öko-Gentrifizierung unter grünem Deckmantel. Und deshalb fordern wir, Mobilität muss für alle gleichermaßen möglich sein. Und das ist die Verbindung eines guten ÖPNV mit dem Nulltarif. Nulltarif und die Linken. Logo. wir haben ja in der Stadt tatsächlich ja auch schon einen entsprechenden Antrag bzw. Prüfanträge gestellt, dass wir zumindest mal den Einstieg in den kostenlosen Nahverkehr machen, dass wir das mal an einem Samstag ausprobieren. Natürlich hat ein Nulltarif auch einen gewissen Rattenschwanz dran. Du musst mal gucken, wie viele Leute fahren dann wirklich, wo musst du zum Beispiel die Buslinien verstärken und so weiter und so fort. Deswegen haben wir den Antrag gestellt, lass doch mal gucken, lass doch mal prüfen, wie das mit dem Nulltarif wäre, wenn man das mal an einem Tag macht. Damit kannst du ja dann auch hochrechnen. Da haben wir tatsächlich über 2 Jahre auf Antwort warten müssen. Und als die Antwort dann kam, hieß es, ja, das kostet die Stadt dann 300.000 Euro im Jahr. Wer den Stadthaushalt kennt, der hat ein Gesamtvolumen von knapp 250 Millionen Euro. Kam leider auch aus Reihen SPD und Grünen die Sache, das sei viel zu teuer mit den 300.000 Euro. Kann man nicht machen, man will lieber drauf setzen. Das hat ja der Alex vorhin auch gesagt, dass man einzelne Personengruppen oder Bevölkerungsgruppen wie die Landesbeschäftigten, Senioren und so weiter mit vergünstigten Jahrestickets versorgt. Das geht uns nicht weit genug. Vor allem, du vergisst immer wieder Menschen. Das ist, ich meine, wenn du immer nur dann sagst, nur die Landesbeschäftigten, die Seniorinnen, die Senioren, die Schülerinnen kriegen es günstiger. Ja, was ist mit dem Rest? Wir brauchen den Nahverkehr für alle günstiger und nicht nur für einzelne Gruppen. Also klar, Nulltarif für alle. Ja, auch wegen den Kosten, da will ich auch nochmal was sagen, weil das auch die Vorredner gesagt haben. Wie gesagt, klar, kostet Geld. Logo, kostet Geld. Man muss es ausgeben, man muss es politisch wollen. Ja? Und ihr wisst auch, und ich meine, die Leute, die sich damit beschäftigen, wissen auch, dass heute schon über 2/3 oder etwa 2/3 des öffentlichen Nahverkehrs, und das ist auch gut so, finanziert wird aus Steuergeldern. Da ist das letzte Drittel draufzulegen, damit wir alle kostenlos Bus fahren können, eigentlich nur noch ein kleiner Schritt. Also, die Linke kämpft weiterhin für kostenlosen Nahverkehr. Sehr schön. So, jetzt sind wir schon beim letzten Punkt, nämlich die Frage, wenn man das alles umsetzt, braucht man eigentlich noch Autos in der Innenstadt oder können wir nicht damit anfangen, dass wir innerhalb des Anlagenrings, inklusive der beiden Innenspuren des Anlagenrings, die Autos einfach mal rausdrängen und eine autofreie Innenstadt machen, die Flächen für den Verkehr wieder zurückerobert. In so einer Innenstadt sind 30-40% der Fläche nur für den Verkehr da, fürs Fahren, fürs Stehen, die Parkhäuser. Was würden wir gewinnen an Grünanlagen, an Aufenthaltsflächen, an Straßencafés, an Lebensqualität, Parkhäuser zu Wohnhäusern? Was wäre da alles drin für so eine Stadt, die so eng gebaut ist, wenn wir den Verkehr hier mal aus der Innenstadt rausdrängen? Machen die Linken damit? Autofreie Innenstadt? Ja. Also, in dem Vorschlagspapier, wo wir ja diese 24 Einzelvorschläge drin hatten, war unter anderem auch der Anlagen drin, der Ring drin, zu sagen, da machen wir nur noch 2-spurige und 4-spurige, wie er jetzt ist. Ja, da kamen natürlich die Bedenkenträger, die dann gesagt haben, wohin mit den Autos. Aber ja, Ziel einer ordentlichen, vernünftigen und auch ökologischen und klimaschützenden Verkehrspolitik muss die sein, die Attraktivität für den öffentlichen Nahverkehr, für alternative Verkehrsmittel zu erhöhen, ganz nach vorne zu stellen. Es muss einfach unattraktiv sein, mit dem Auto zu fahren, weil ich meine, so ein Auto kostet Geld, du zahlst Steuern, du zahlst den Sprit und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen alle anderen Verkehrsmittel besser stellen, sodass es einfach keinen Sinn mehr macht, mit dem Auto zu fahren. Und da gehört selbstverständlich auch dann die Autoreduzierte, muss ich jetzt dazu sagen, nicht komplett frei, weil wir haben ja hier auch Anwohnende in der Innenstadt. Es muss einzelnen Leuten, die hier wohnen, vielleicht auch noch möglich sein, eine Kiste Wasser, gerade wenn die irgendwie älter sind oder so, ne? Vielleicht dann doch mit einem Carsharing-Auto am besten und nicht mit dem eigenen Auto hier nach Hause bringen zu können. Also ich gehe da mit. Man muss ein paar kleine Ausnahmen machen, aber im Großen und Ganzen bin ich natürlich, oder sind wir von der Fraktion auch für die autofreie oder autoreduzierte, nennen wie es willst, Innenstadt. Klar.
Also es gibt zwar auch Lastenräder und bei ältere Menschen dann hoffentlich bald eine Straßenbahn, aber die Linke ist für eine autofreie Innenstadt. Ja. Gut, wunderbar, danke. Damit sind wir am Ende des Polit-Talks. Nochmal angesagt, was jetzt alles noch passiert. Wir sind ja immer noch in unserem Aktionstag autofreie Innenstadt am Beispiel der Neustadt. Wir können jetzt noch einmal...